Hallo alle draußen, ich habe heute für euch das Spiel Project Elite dabei. Ja, es ist ein kooperatives Spiel für 1 bis 4 Personen und die Welt wurde von Aliens angegriffen. Wir haben kaum noch Chancen, uns zu verteidigen und wir müssen jetzt einen Gegenschlag wagen. Und dazu gibt es ein Special Force Team, das sich Project Elite nennt und das sind natürlich wir. Auf der Box steht, wir werden gegen Horden von Aliens kämpfen und das in Realtime, denn Project Elite reiht sich in die Echtzeitspiele wie Escape ein und benutzt da im Prinzip denselben Mechanismus. Wir haben Würfel, diese Würfel würfeln wir und das machen wir alle gleichzeitig und das auf Zeit, weshalb wir an dem Tisch sitzen werden und wie Bekloppte würfeln. Hier dauert es allerdings nur 2 Minuten lang und das über 8 Phasen hinweg. Wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, dann haben wir das Spiel leider verloren. Es gibt verschiedene Missionen, manchmal müssen wir irgendwelche Alien-Nester ausräuchern, manchmal müssen wir irgendwelche verletzten Leute retten, aber es wird immer darauf rauslaufen, es kommen Aliens, die wir in 2 Minuten umlegen müssen und ja, da werden wir wahrscheinlich einiges zu tun haben. Das Spiel bietet uns einen ganzen Haufen Miniaturen, denn neben den normalen Aliens bekommen wir hier auch Special- und Boss-Monster und wir müssen keine blöden Pappmarker über die Karte drücken, sondern wir haben wirklich tatsächlich Plastikfiguren. Es gibt verschiedene Missionsziele auf 2 verschiedenen Karten, das verspricht natürlich wieder Spielwert. Und bevor ich jetzt viel vom Fazit vorne wegnehme, schauen wir uns die Regeln einfach mal an. So, das ist das Spielfeld von Project Elite. Worum wird's gehen? Von da oben kommen Aliens, die wollen unsere Basis stürmen. Ja, und das wollen wir natürlich verhindern. Wir bauen unser Spiel nach so einer Karte hier auf. In dem Fall spielen wir ein Medium-Szenario von der Schwierigkeit. Und zwar auf der Alien-Crash-Seite. Das ist diese Seite des Spielfelds. Auf der Rückseite gibt's noch ein verwinkeltes Labor. Und diese Karte gibt uns an, erstens, wo diese Tokens hier liegen. Wir haben 3 Stück, ich habe mal für 2 Spieler aufgebaut. Und wo hier Events und Bosse liegen. Denn wir spielen hier über 8 Runden und diese Skala zeigt uns an, ob irgendwann Events und Bosse kommen. Das heißt, hier in der ersten Runde wird gleich mal ein Event kommen, in der nächsten Runde ein Boss und so weiter und so fort. Wir haben nämlich insgesamt 8 Runden Zeit. Wenn wir nach 8 Runden noch nicht fertig sind, dann haben wir das Spiel verloren. Wir haben auch verloren, wenn ein Alien unsere Basis erreicht. Das Ziel, was man immer machen muss, hängt von dem Typen von Szenario ab, den man spielt. Wir spielen in dem Fall Extermination, das heißt, wir müssen hier hinrennen und diese Tokens zerstören. Die verschiedenen Szenarien sehen immer relativ ähnlich aus. Manchmal hat jeder Spieler so ein Token dabei und muss die irgendwo ablegen. Manchmal muss man diese Tokens quasi zurückbewegen. Das sieht ganz verschieden aus. In dem Fall läuft es so ab, dass wir in einem Abstand 1 zu so einem Token stehen müssen und dann können wir da Würfel drauflegen. Wenn da 4 Würfel drauf liegen mit einer Waffe drauf, dann ist der eben zerstört. Dazu später in der Aktionsphase nochmal mehr. Denn, wie eben gesagt, man spielt über 8 Runden und jede Runde wird gemeinsam gespielt. Jeder Spieler bekommt einen Charakter, der hat eine Fähigkeit, da zoome ich nachher mal drauf. Dazu eine Anfangswaffe und ein Anfangsitem. Dann bekommt man noch 4 Action Die, die wird man in der Aktionsphase würfeln. Und hier 4 ganz normale Würfel, also einfach W6, die brauchen wir, um zu schauen, ob wir Gegner treffen oder nicht. Gut, und damit gehen wir mal die Runde durch. Wie gesagt, man spielt 8 Runden. Die Runden werden gemeinsam durchgegangen. Am Anfang ist die Eventphase, da schaut man, ob es ein Event die Runde gibt. Und weil hier ein E liegt, gibt es ein Event. Und dann dreht man einfach die oberste Karte von dem Eventstapel auf, deckt die auf und liest sich mal durch, was da passiert. Das ist eine Bedingung ans Spiel, die bleibt so lange liegen, bis sie von den Spielern abgearbeitet wurde, indem hier entsprechend Würfel draufgelegt wurden. In dem Fall, am Anfang der Alien Ability Phase findet jeder Charakter ein Leben. Für die gibt es keinen Platz. Ich finde es ganz praktisch, die immer in die Mitte vom Spielfeld zu legen, an so Stellen, wo man sich eh nicht hinbewegen kann, weil da kommt jeder Spieler gut hin. Gut, das heißt, solange wir jetzt diesen Event nicht abarbeiten, bekommen wir immer 2 Schaden. Das ist schon ein Schaden nach der Charakterphase. Und wenn wir 2 Charakter haben, kriegt das ganze Team also 2 Schaden. Ja, gut, das ist schon mal nicht so schön. Und dann kommt die Alien Spawning Phase. Da werden so viele Alien-Karten aufgedeckt, wie wir hier Charakter haben, beziehungsweise in einem komplizierten Modus, in einem schweren, würde man eine Karte mehr als Charakter aufdecken. Wir spielen jetzt hier Medium, also decken wir mal eine Karte auf und da haben wir eine Alien-Karte und zwar ein Runner. Es gibt 3 verschiedene Alien-Typen und ich zeige euch jetzt mal, wie so eine Karte gegliedert ist. Und zwar haben wir einen Namen, wir haben eine Anzahl von Lebenspunkten, also einen. Es ist gezeigt, wie das Modell aussieht. Die Anzahl von Modelle, die spawnen und ja, wo sie spawnen. Also wir haben 3 Modelle in der Zone 1. Dazu die Anzahl der Bewegungen und ob die sich sofort beim Spawnen bewegen oder nicht. Sind hier grüne Füße, dann bewegen die sich sofort. Sind da rote Füße, bewegen die sich nicht gleich sofort. Also in dem Fall haben wir 3 Runner in Zone 1.
Dann mache ich das mal. Also hier ist die Zone 1. Es gibt hier rote Kreuze. Da müssen die draufgestellt werden. Und da können wir unsere Runner jetzt platzieren. Und die bewegen sich mal gleich um drei Felder. Und das machen die entlang dieser Pfeile hier. Und ja, da können wir die eben nach Belieben bewegen in einer beliebigen Reihenfolge. Es kann jetzt allerdings sein, dass wir in eine Situation kommen, in dem man eben auf ein Feld kommt, wo ein anderes Alien wäre. Also wir machen jetzt mal eine dumme Bewegung und bewegen den hier um drei Felder. 1, 2, 3. Und jetzt müssen wir einen anderen Alien bewegen, zum Beispiel den hier und bewegen den 1, 2. Und der Pfeil hier geht nur nach unten, der geht nicht auf dieses Feld. Also müsste der Alien hier rüberlaufen und weil auf einem Feld immer nur eine Figur sein kann, schiebt der diesen Alien noch eins weiter. Und der andere Alien könnte jetzt zum Beispiel 1, 2, 3 hier rüberlaufen. Da muss man halt gucken, was so spielerisch für einen selbst praktisch ist, was man jetzt hier in der Situation gerade braucht. Gut, und dann haben wir noch eine zweite Karte und zwar einen Shooter, beziehungsweise mehr als einen Shooter. Es sind drei Shooter in der Zone 3. Und die haben jetzt hier zum Beispiel so einen roten Fuß. Die Shooter sind nicht besonders schnell. Und die bewegen sich eben nicht. Und die können rein prinzipiell schießen, aber das tun sie nicht, wenn sie ins Spiel kommen, weil der Text einen roten Hintergrund hat. Ich zeige es hier mal nochmal. Roter Hintergrund heißt, erst in der Alien Ability Phase machen die was. Grüner Hintergrund heißt, die machen gleich was. Also kommen die hier mal. Damit wären wir mit der Alien Spawning Phase durch und es können eventuell noch Bosse gespawnt werden, je nachdem, ob hier eben ein B da liegt oder nicht. In unserem Fall wird es nicht da liegen. Ich will trotzdem mal eine Karte aufdecken, dass man sieht, was da so kommt. In dem Fall hätten wir hier den guten Crushox. Der hat 9 Leben. Na gut, es wird einer gespawnt, das ist ganz sinnvoll. Es wird ausgewürfelt, in welcher Zone er kommt. Dazu ist ein D3 gegeben und wenn der halt ins Spiel kommt und in jeder Ability Phase verliert jeder Charakter in einer Range ein Leben. Außerdem bewegt er sich gleich um zwei Felder. Also würfeln wir hier mal, er kommt eine 3. Das heißt, er würde da hinten bei unseren Runnern rauskommen. Ja, nicht bei unseren Runnern, bei unseren Shootern. Und da müssen wir dann gleich mal gucken, was wir da am sinnvollsten machen. Also wir können jetzt wieder entscheiden, auf welchem Feld der spawnt. Auf einem von den 3x'en. Dann könnten wir zum Beispiel sagen, der spawnt hier auf diesem Feld. Schiebt damit den Shooter hier nach vorne und jetzt bewegt er sich noch um zwei Felder und schubst damit ihn einmal und weil er sich noch ein zweites Feld bewegt, schubst er ihn nochmal und wir sehen, das ist schon mal nicht so ein guter Zug, wie wenn wir sagen, wir spawnen den auf diesem Feld hier, da schubst er ihn ein nach vorne und dann bewegt er sich selber hier um zwei Felder, dadurch sind die Aliens generell weiter hinten. Gut, jetzt haben die Aliens auch schon irgendwie genug gemacht, jetzt sind wir mal dran. Jetzt kommt die Action Phase und die dauert genau 2 Minuten. Dafür gibt es leider keinen Timer, da muss man sich irgendwie eine Küchenuhr oder wahrscheinlich eher ein Handy hernehmen und einen Timer von 2 Minuten stellen. Und da darf jeder Spieler spielen. Und zwar läuft das Spiel so ab, dass jeder Spieler seine Würfel nimmt und die ständig würfelt. Man würfelt die und versucht damit Aktionen auszulösen. Jeder ist dabei gleichzeitig dran, man darf Würfel beliebig neu würfeln und machen. Ja, und das ist ja eher untypisch, beziehungsweise ist halt ein klassisches Echtzeitspiel, wenn man es kennt, aber vielleicht für viele untypisch oder neu. Und wie kann man jetzt diese Symbole einsetzen? Wichtig ist, alle Symbole darf man immer neu werfen, außer den roten Kopf, Ei, was auch immer es ist. Wenn man so ein rotes Eikopf, wie auch immer, würfelt, muss man irgendeinen Alien auf der Karte um ein Feld in Richtung der Pfeile bewegen. Aliens würfelt man nicht, die bewegt man. Also zum Beispiel könnten wir diesen Runner jetzt entweder hier runter oder hier rüber bewegen und weil dieses Feld weiter von unserer Base weg ist als dieses, stellen wir ihn halt hier runter. Dann gibt es die Bewegung. Mit der Bewegung darf man seinen Charakter ein Feld bewegen. Und zwar orthogonal oder diagonal, das ist beliebig. Also wenn wir hier stehen, können wir uns darüber bewegen oder hier. Generell gilt zum Beispiel an jedes Feld, das hier an die Start-Area angrenzend ist, gilt in Abstand 1, also wir könnten uns hier jetzt mit einem hierhin bewegen oder dahin. Das ist alles in Abstand 1. Dann gibt es noch hier die tolle, keine Zange, mir fällt das Wort nicht ein, ihr wisst, was ich meine. Wir haben eine Lupe und dazu noch eine Waffe. Mir fehlen heute irgendwie die Worte. Also Lupe, Waffe und mir fällt das Wort immer noch nicht ein. Die werden auf Karten eingesetzt. Und dazu zoome ich mal ein bisschen rein, dass wir uns das genauer anschauen können, wie so eine Waffe funktioniert, denn wir werden damit wahrscheinlich Leute umschießen wollen.
So, jetzt in der Draufsicht, was gibt es hier für verschiedene Slots? Denn diese Würfel wollen wir immer in Slots einsetzen. Es gibt drei verschiedene. Es gibt die roten, es gibt die weißen und es gibt die roten mit Kreuzen. Roter mit Kreuz liegt jetzt hier gerade nicht aus. Von denen gibt es nämlich nur extrem wenige. Ja, auf einem weißen setzt man das Ganze ein, löst den Effekt aus und dann kriegt man den Würfel wieder für die Aktionsphase. Das ist ganz praktisch, denn das kann auch anders laufen. Bei den roten ist das nämlich so, man setzt einen Würfel ein, löst den Effekt aus, aber dann kriegt man den Würfel nicht zurück. Also sowas wird man erst am Ende der Aktionsphase machen wollen, weil sonst steht man den Rest der Aktionsphase mit nur noch drei Würfeln da und damit kann man natürlich weniger machen. Und bei den roten mit Kreuz wäre das so, dass man die Würfel einsetzt und nach der Aktionsphase kriegt man sie nicht zurück, sondern die Würfel sind einfach komplett weg. Also das setzt man dann nur in sehr seltenen Fällen ein. Was für Charakterfähigkeiten gibt's? Bliss bekommt keinen Schaden, wenn er geschubst wird, dazu kommen wir gleich. Und die Sarah Mercy ist hier quasi der Mediziner, denn die kann hier ein Handsymbol einsetzen, um einen Charakter zu heilen in Reichweite 1. Der kriegt dann einfach wieder seine Lebenspunkte zurück. Aber sie muss diesen Würfel einloggen, der ist dann für die Runde weg. Aber gut, das kann man ja am Ende der Runde machen. Und wie funktioniert jetzt so eine Waffe? Also wir haben hier mal unsere Sarah stehen, die hat hier diese schicke Waffe. Da kann man entweder eben hier so ein Waffensymbol drauf einloggen oder das Symbol, von dem ich immer noch nicht weiß, wie es heißt. Mir fällt es nicht ein, ich glaube, es wird heute nicht mehr besser. Und wenn wir das tun, dann kriegen wir so viel Würfel, wie diese Waffe Munition hat, also einen. Und die Waffe hat eine Reichweite, wie das hier angezeigt ist, in dem Fall 1. Und wir würfeln mit diesen einen Würfel auf den Wert, der hier hinten angegeben ist, auf die 5+. Und wenn wir treffen, in dem Fall würden wir jetzt natürlich treffen, weil ich so ein guter Würfler bin, dann dürfen wir einem Monster in Reichweite 1 einen Schaden machen. Wir müssen das nicht im Vorfeld ansagen, wen wir abschießen wollen. Und wir dürfen auch auf mehr als eine Person schießen. Also würde ich jetzt mehrere Ergebnisse würfeln, weil ich mehrere Angriffe habe, dürfte ich diese Angriffe auch aufteilen. Also in dem Fall haben wir unsere Sarah. Die hat einen Runner in Reichweite 1 und trifft einen Gegner. Also kann sie diesen Runner rausschießen. Der ist dann weg. Wichtig ist noch eine Line of Sight. Eine Line of Sight wird nur durch Megabosse geblockt, außer Karten sagen irgendwas anderes. Also in dem Fall könnten wir hier so auch sogar durch unseren Charakterfreund Sarah durchschießen. Hier Bliss hat einen Rocket Launcher dabei. Der ist super gegen Bosse. Da kann man eine Waffe halt einloggen, also ein Waffensymbol. Die Waffe kann man halt nur einmal pro Runde einsetzen. Weil wenn der Würfel hier mal eingeloggt ist, können wir das nicht wieder machen. Hier drüben würde das gehen. Loggen den Würfel ein, benutzen den Effekt, würfeln und sobald wir eine Waffe haben, können wir die wieder einloggen. Den Raketenwerfer können wir nur einmal einsetzen, er hat 4 Reichweite. Wir bekommen 4 Würfel und er trifft auf die 3+. Das ist natürlich wesentlich besser als hier drüben die Waffe von Sarah. Dafür trifft der Rocket Launcher aber auch nur einen Gegner. Da können wir den Schaden nicht aufteilen. Und dann gibt es eben noch Items. Das können eben so Sachen sein, wie hier ein Launchpack, damit kann man sich einfach irgendwo aufs Spielfeld begeben. Ja, man fliegt halt eben mit so einem Raketenrucksack rum. Oder Booster. Booster sind auch ganz, ganz viele drin und das finde ich eine lustige Sache. Die schraubt man entweder an eine Waffe dran oder an einen Charakter an sich. Da setzt man halt mal einen Würfel ein und dann muss man entscheiden, an was das dran geschraubt wird. Man kann nur Sachen verbessern, die nicht in so einem roten Rahmen drin sind. Also hier von dieser Waffe könnten wir nicht die Anzahl der Munition verbessern. Die Reichweite ist okay. Und mit diesem Range Booster erhöhen wir die Range um 2. Also könnten wir den hier dran schrauben. Und dadurch hätte unsere Waffe eine Reichweite von 3 Punkten. Was natürlich schon mal irgendwie ganz nett ist. Also das ist so prinzipiell das Prinzip. Weiße Würfel einsetzen auf weiße Symbole bedeutet Würfel wiederbekommen, auf rote Symbole einsetzen heißt Würfel nicht wiederbekommen und sonst Reichweite, Anzahl der Würfel und darauf treffen wir. Also gut, jetzt wissen wir, wie das mit den Waffen funktioniert. Generell eben wichtig, es gibt die weißen und die roten Felder und so funktioniert es auch mit diesen Tokens und mit den Events. Also wenn ich würfel, kann ich eben meine Würfel darauf einsetzen, außer man würfelt so gut wie ich. Dann kann man hier eben so einen Würfel auf das Event einsetzen. Sobald da die entsprechende Anzahl von Würfeln drauf liegen, ist dieses Event abgearbeitet, beziehungsweise auf diesen Feldern von dem Auftrag müssen halt 4 Stück drauf liegen und dann ist der Token weg. Dann kann man den umdrehen und der Spieler, der den letzten Würfel draufgelegt hat, kriegt hier so eine Alien-Tech-Karte. Das ist einfach irgendwie eine verbesserte Waffe, ein verbessertes Item, das ist irgendwas Tolles. Außerdem lässt jeder Boss eine Alien-Tech-Karte fallen in Form von einem Token, die kann man dann aufsammeln.
Genau, also letztendlich werden wir diese 2 Minuten damit verbringen, panisch zu würfeln, zu sagen, verdammt, ich würfel ja nur rote Alien-Kopfeier und wird über die Karte rennen, Aliens umschießen und das macht man halt so die Runde und dazu versuchen, diese Tokens hier einzusetzen. Was noch wichtig ist, man kann noch neuen Items suchen, zum Beispiel auf diesen Feldern. Da setzt man einfach einen Würfel drauf ein und dann darf man 2 Karten ziehen. Entweder 2 Items oder 2 Waffen oder gemischt. Und eine von beiden behält man dann. So einfach ist es schon, so kommt man an neue Waffen. Wenn man jetzt zum Beispiel nur den Rocket Launcher hat, gerade zu zweit sollte man noch eine 2. Waffe dabei haben, weil damit schießt man halt Bosse um, aber mehr macht man auch nicht. Gut, nachdem die Spieler dann dran waren, ist die Alien Ability Phase. Da machen die Aliens ihre Abilities, so komisch das klingt, also sie nutzen ihre Fähigkeiten. In dem Fall würden zum Beispiel Shooter auf alles schießen, was in Range 3 ist. Da wird dann auch nochmal gewürfelt, ob die Charakter eben Schaden bekommen. Eben solche Fähigkeiten lösen sich aus und dann bewegen sich die Aliens entsprechend ihrer Bewegungswerte. Und was hier wichtig ist, die Aliens, die können Charakter wegschubsen. Also jetzt hier dieser Runner, der würde sich 3 Felder bewegen und weil hier kein Pfeil runter ist, bewegen wir ihn mal hier rüber und da würde er auf unseren Charakter treffen und den 1 wegschubsen. Und ein Charakter bekommt 1 Schaden, wenn er geschubst wird. Das ist halt schlecht für ihn, gerade wenn ein Runner direkt vor einem steht. In diesem Fall würde der Runner nicht nur über ihn drüber rennen und ihn halt schubsen und er würde dabei sterben, sondern er würde auch schon kurz vor der Base stehen. Außer man ist jetzt natürlich Blitz, der als Charakterfähigkeit hat, er bekommt keinen Schaden, wenn er geschubst wird. Aber da muss man einfach so ein bisschen aufpassen, da haben die ganzen Aliens quasi ihre Tücken, die Biter kommen rein und beißen mal einen direkt, die Shooter schießen auf Range und die Runner rennen über einen drüber und machen einem so Schaden, da hat halt eben wie gesagt jedes Alien so seine Tücke. Gut, dann wird der Rundenmarker 1 vorgeschoben. Und es beginnt eine neue Runde, sofern man das Spiel nicht gewonnen oder verloren hat. Und so geht es dann rundherum. Was ist jetzt noch wichtig? Wichtig ist, was passiert, wenn man stirbt. Wenn man keine 3 Lebenspunkte mehr hat, ist man noch nicht raus, sondern man verliert einfach einen seiner Action-Die. Die kommen weg und man hat wieder seine 3 Leben. Hat man hier keinen Action-Die mehr, dann ist man halt wirklich endgültig tot. Dann kann man halt nichts mehr machen. Das waren die Regeln und jetzt komme ich zum Fazit. Ich muss sagen, vom Redaktionellen, von den Regeln her, fand ich diese unglaublich schlecht. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die konnten mich einfach überhaupt nicht überzeugen. Wir haben kein Inhaltsverzeichnis, wir haben kein Glossar und dazu stehen Sachen teilweise an Stellen, wo ich sie niemals suchen würde und nur per Zufall gefunden habe. So Sachen wie, wenn ein Alien dich pusht, dann bekommst du einen Schaden. Das finden wir bei Character Movement. Bei Character Movement steht auch drin, diese Regel findest du nochmal bei Alien Movement. Da steht sie aber nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Regel suche, dann schaue ich nicht bei Character Movement nach. Also da waren einfach so ein paar Sachen, wo ich denke, die stehen einfach an falschen Stellen. Dazu muss ich sagen, gefallen mir die Figuren auch gar nicht. Also es gibt Leute, die finden diese Figuren schön. Ich kann diese Ansicht nicht teilen. Das kann jetzt persönlicher Geschmack sein. Was man allerdings sagen kann, ist, dass sich die Biter und die Shooter einfach sehr schlecht unterscheiden lassen, da es beide eine Art aufrechtgehende Echse sind. Nur die einen haben noch eine kleine Kanone in der Hand, die man aber kaum sieht. Und das hätte man redaktionell einfach besser machen können. Kommen wir zum Spiel. Generell ist es ja so, dass es einen Echtzeitmechanismus hat, der sich aber nicht, wie zum Beispiel bei Escape, durch das komplette Spiel durchzieht. Und das gefällt manchen Leuten sehr gut, weil sie sagen, dadurch habe ich nicht diesen brutalen Stress und ich bin nach dem Spieleabend mehr geschafft, als wenn ich vom Arbeiten komme. Ja, da muss man halt selber sagen, will man das oder will man das nicht? Ich bin persönlich ein großer Freund von Escape und von Echtzeitspielen. Ich hätte es anders besser gefunden, aber das ist ganz, ganz klar mein Geschmack. Das dürft ihr selber sagen, ob ihr das jetzt besser findet, zu sagen, es kommt eine Echtzeitphase und dann kommt wieder eine Phase, wo Pause ist, wo aufgebaut wird und ähnliches. Generell ist es dadurch natürlich jetzt weniger stressig. Die verschiedenen Spielmodi geben mir persönlich nicht so viel. Klar spielt sich das Spiel ein bisschen anders, aber es ist nicht dermaßen anders, dass ich sage, das ist jetzt wirklich was ganz anderes. Weil es zum Beispiel so Sachen gibt wie, ich bringe den Token zurück oder ich bringe den Token hin. Das ist für mich jetzt erstmal nicht so anders. Tatsächlich finde ich die 2 Karten sehr gut gewählt. Wir haben einmal das relativ offene Gebiet und auf der anderen Seite sind wir dann im Gebäude, was doch sehr abgeschlossen ist. Was ich hier schade finde, ist, dass es Plätze gibt, die offensichtlich besser sind als andere. Jetzt gerade in dem Labor gibt es einfach Punkte, wo man nach Items suchen kann, die rein wegtechnisch besser sind als andere. Und das finde ich schade, dass das so offensichtlich ist. Wobei mir hier das Artwork unglaublich gut gefällt. Ich finde die Karte extrem gelungen. Ja, und das ist einfach schön, wenn man aufs Spielfeld schaut und das
sieht gut aus. Ansonsten finde ich die Ideen der Waffen hier unglaublich gut. Das ist für mich eigentlich der größte Pluspunkt an diesem Spiel, denn so rein regeltechnisch gibt es ja die Standardregel, wir haben eine Reichweite, in der wir schießen dürfen. Wir kriegen eine Anzahl von Würfeln, die auf eine gewisse Anzahl treffen. Das gilt jetzt auch für hinreichend viele Waffen, aber es gibt einfach unglaublich viele Waffen, die irgendwelche Sonderfertigkeiten haben, die das Ganze irgendwie interessant und abwechslungsreich machen. Das fand ich unglaublich schön. Zum Beispiel gibt es eine Waffe, bei der wir 1 bis 3 Würfel werfen dürfen. Und wenn das Gesamtergebnis der Augen zusammen addiert, kleiner gleich 8 ist, dann treffen alle Würfel. Und das ist halt, ja, da kann man schauen, brauche ich gerade einen sicheren Treffer oder brauche ich gerade riskant 3 Treffer? Und da gibt es einfach unglaublich interessante Sachen, die einfach hier lustig sein können und eben dem Spiel Abwechslung geben. Dazu hat man wirklich durch die verschiedenen Reichweiten, dadurch, dass es auch Waffen mit unendlich Reichweite gibt, tatsächlich mal Planungsschritte im Sinne von, du bleibst sehr, sehr weit hinten, beziehungsweise du bewegst dich gar nicht erst mehr als ein Feld aus der Starting Area raus und die anderen rennen vor. Ja, und da kann man sich eben dann so aufteilen und auch hier so die Gegenstände verteilen. Wobei ich sagen muss, so gut mir die Waffen gefallen haben, ich finde, durch den Aufbau, dass man da schon Sachen bekommt, war man zu stark aufgerüstet. Es gab selten Fälle, wo ich jetzt gesagt habe, wir brauchen unbedingt noch andere Waffen, weil mit denen werden wir es definitiv nicht schaffen. Generell kann man natürlich schauen, man braucht auf jeden Fall Leute, die gegen viele Aliens klarkommen, aber man braucht auch irgendeinen Raketenwerfer-Guy, der halt die Bosse umschießt, die für mich übrigens auch sehr, sehr wenig ausgehalten haben, denn wenn man einen Raketenwerfer-Guy dabei hat, dann zerlegt er diesen Boss in einer Runde, bevor er überhaupt irgendetwas machen wird. Aber bevor ich zum nächsten Punkt komme, die Waffen haben mir sehr, sehr gut gefallen, auch die Items, dass man da Sachen zusammenschrauben kann und so gucken kann, wo ist denn der Nachteil der Waffe und können wir die irgendwie ausgleichen, das fand ich tatsächlich sehr schön. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das Spiel ist leider zu einfach. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, kooperative Spiele müssen schwierig sein, dass es auch was wert ist, das Spiel zu gewinnen und das ist hier einfach nicht so. Also ich habe dieses Spiel tatsächlich noch nicht verloren. Ja, und woran liegt das? Es liegt daran, dass, obwohl man eben diese riesigen Alien-Massen auf dem Spielfeld hat, irgendwie doch recht wenig von deren Seite passiert, weil, gut, da sind jetzt Aliens und wir rennen auf sie zu und schlachten sie im besten Fall um, bevor die Action-Phase endet, weil dann greifen die uns gar nicht an. Tatsächlich hat man ein Problem, wenn man in den Aliens drin stehen bleibt. Da allerdings die Aliens schießen und beißen und was sie sonst zu tun, bevor sie sich bewegen, lässt sich das gut abschätzen, wo man gerade stehen sollte, um nicht getroffen zu werden. Da wird es jetzt natürlich gefährlich, zum Beispiel bei den Bitern, weil die direkt angreifen, wenn sie spawnen. Da hat eben jeder Grund-Alien-Typ so seine Tücken, die Shooter schießen auf Range. Damit kann es sehr, sehr schnell passieren, dass man mal von 3 oder 4 Aliens angegriffen werden. Die Biter kommen direkt in die Spawning-Zone und greifen uns an. Und dann gibt es noch die Runner, die uns halt überrennen und jedes Mal, wenn wir gepusht werden, kriegen wir einen Schaden. Das klingt in der Theorie schon alles irgendwie sinnvoll, nur es passiert nicht oder es ist mir nicht passiert, weil die Aliens halt tot sind. So einfach das klingt, aber so ist es halt. Und so verhält sich eben auch mit den Bossen. Da haben wir den Raketenwerfer-Guy, der schießt den um. Wir haben den Sniper-Guy, der steht hinten und schießt auf die Aliens, die durch unsere Linie durchkommen und eventuell durchrennen. Und dann haben wir noch den Typen mit dem Flammenwerfer, der eben die ganzen Aliens einfach platt macht. Und da kommt einfach zu wenig Gefahr. Klar, wenn diese Aliens mal stehen bleiben und man von 4, 5 Shootern angegriffen wird, was auch passiert, ja, das möchte ich gar nicht sagen, das passiert tatsächlich auch, dass es halt mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann wird man abgeschossen und kann auch sterben, dann verliert man einen von seinen 4 Würfeln, aber damit ist das Spiel nicht vorbei und da ist die Strafe, finde ich, nicht hart genug. Ja, klar, ein Würfel weniger ist schlimm, aber ja, dafür, dass man jetzt wirklich einen richtig schlechten Zug oder eine richtig schlechte Action-Phase hingelegt hat, war das oder ist die Strafe für mich nicht hoch genug. Tatsächlich, das Schlimmste können die Events sein. Das ist, finde ich, das, was einem am härtesten irgendwie aufhalten kann. Gerade wenn man ganz am Anfang so Karten aufdeckt, wie ja, am Anfang jeder Action-Phase verliert ihr ein Leben oder ähnliches. Ja, und das finde ich schade, dass da eben die Bedrohung von den Events kommt und nicht von den Aliens an sich. Ja, das waren die Hauptargumente für die Bewertung des Spiels. Ich könnte jetzt noch auf Kleinigkeiten eingehen, wie Anzahl der Spieler oder ähnliches, aber ich glaube, das hat hier wenig Mehrwert. Zusammengefasst, Project Elite ist halt ein einfaches kooperatives Spiel. Und es hat die Echtzeitphasen gestaffelt und nicht an einem großen Stück. Ob euch das jetzt gefällt oder nicht, das müsst ihr für euch selbst bewerten. Denn ich möchte mich jetzt auch nicht hier hinstellen und sagen, jedes einfache kooperative Spiel ist schlecht.
Es gibt ja auch Leute, die sind da sehr, sehr leicht frustriert. Und ich muss selber sagen, ich hatte Spaß am Spiel. Auch wenn ich jetzt sage, von einem rein argumentativen Standpunkt aus, finde ich das Spiel jetzt nicht gut. Ich finde auch tatsächlich, es gibt bessere Echtzeit-kooperative Spiele. Aber es ist nicht so, dass ich dieses Spiel katastrophal schlecht finde. Wenn jemand sagt, wollen wir eine Runde Project Elite spielen, wäre ich da auf jeden Fall mit dabei. Denn ich finde, an sich hat es immer noch genug Punkte, wo man sich absprechen muss. Aber diese einfachen Absprachen reichen schon, um das Spiel zu gewinnen. Und da ist der Intellekt halt irgendwie nicht so arg gefordert. Also mein Fazit zusammengefasst. Project Elite ist ein durchschnittliches Spiel. Es ist für mich nicht durchgefallen, so in dem Sinne, schaut weg, alles andere ist besser, das definitiv nicht. Ich würde es wieder mitspielen, wenn mich jemand fragt, wollen wir nicht Project Elite spielen? Auch wenn ich sage, für mich persönlich gibt es bessere Echtzeitspiele. Es hat halt nichts Herausragendes. Wir haben Waffen, damit töten wir Gegner, ob das jetzt Zombies oder Aliens sind, sei mal dahingestellt. Und wer hier eben nicht daran gestört ist, dass Project Elite eben so einfach ist, der kann es sich schon nochmal genauer anschauen. Ja, das war meine Rezension zu Project Elite. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Wenn dem dann so ist, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Ich persönlich fand es sehr schade, dass die Figuren irgendwie so klumpig aussahen. Das würde mich mal interessieren, ob ihr das anders seht, weil ich auch Leute getroffen habe, die gesagt haben, diese Figuren sehen so toll aus und ich kann das absolut nicht verstehen. Also ich kann das wirklich nicht verstehen, wie man diese Figuren schön findet. Die Bosse an sich, ja, wegen mir, aber das, was es in der Tabletop-Szene heute an Details gibt, das findet man hier überhaupt nicht, so gar nicht. Da kann ich mir auch eine Figur aus dem Holzklotz schnitzen und es sieht genauso gut aus. Aber gut, schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Lasst uns einen Daumen da, abonniert uns und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Für mich dabei, und zwar Arcadia Quest. Das ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen, soll ungefähr 60 Minuten dauern und ist für Leute ab 14 Jahren. Es ist bei Asmodee erschienen und ist ein Abenteuerspiel. Es hat sehr, sehr viele Miniaturen, was den Charme ausmacht und hat sonst einen Würfelmechanismus.